Hallo meine Mitstreiter und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Klassenfolge. Mittlerweile Folge 4 der XCOM Long War of the Chosen Klassenfolgen. Ich habe wieder 6 Klassen rausgesucht, die ich euch en Detail auf jeden Fall vorstellen möchte. Wie gesagt, und dann, wenn die Folge raus ist, werde ich das auf jeden Fall nochmal schön aufsplitten und werde euch die neuen Klassen nacheinander in die extra Playlist reinpacken und die nacheinander auch nochmal veröffentlichen. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, dann, ich habe die Zeiten hier unten reingeschrieben, wann zu welcher Zeit der Übergang zur nächsten Klasse stattfindet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und jetzt los geht's. Das ist der Schütze. Der Schütze ist ausgebildet, ihr seht's, die Kanone. Das ist mit die schwerste Waffe, die wir auf dem Schlachtfeld mitführen dürfen. Als Zweitwaffe hat er hier hinten ein Messer eingesteckt. Ich sag mal, ist auch ausgebildet als Messerkämpfer, hat natürlich die Bereichsunterdrückung und auch das Unterstützungsfeuer. Wir gehen rein in die Soldatenfähigkeiten. Schaut mal, der Schütze ist auf den Gebrauch von schweren Waffen spezialisiert und kann den Trupp mit Unterstützungsfeuer Deckung geben oder in direkten Angriffen erheblichen Schaden verursachen. Das stimmt, das ist wirklich so. Der hat nicht nur das Unterstützungsfeuer am Start, sondern natürlich auch die Bereichsunterdrückung. Unterstützungsfeuer geht auf einen Gegner, der hält im Prinzip das Ziel nieder und sobald sich das Ziel bewegt oder irgendwas anders macht, feuert er einen Reflexschuss raus oder feuert er einen Reflexschuss auf dieses Ziel. Und das ist die Bereichsunterdrückung. Das ist im Prinzip genau dasselbe wie Unterstützungsfeuer, nur wirkt das in einem viel, viel größeren Bereich. Und sobald sich da eine Einheit bewegt, hält er da auch voll drauf. Aber der Unterschied ist zwischen dem Unterstützungsfeuer, der hält da nur auf eine Einheit drauf und hier hält er auf alle Einheiten im Bereich der Bereichsunterdrückung. So, gehen wir erstmal den XCOM-Baum hier unten schnell durch. Sanitäter, ausgerüstete Medikits bist du ja verfügt über 2 zusätzliche Ladungen. Können wir auf jeden Fall als Support hier einsetzen. Genauso wie das Rauchgerät fügt dem Inventar eine kostenlose Rauchgranate hinzu. Richtig gut. Die Aktion verstehe ich nicht wirklich, weil der hat nur ein Messer dabei. Greif einen Gegner innerhalb von einer Bewegungsreichweite mit deinem Schwert an. Der hat leider als Sekundärwaffe ein Messer. Jetzt weiß ich nicht, das sollten wir vielleicht mal ausprobieren, ob das sich wirklich lohnt hier. Den Nahkampfangriff eines Messerkämpfers zu nehmen. Aus nächster Nähe gewährt 30% kritische Trefferchance gegen angrenzende Ziele. Der Bonus sinkt mit zunehmender Distanz zum Ziel. Das Problem ist, der hat eine Kanone und der braucht auf jeden Fall ein Stück Reichweite Richtung die Gegner. Der kann nicht im absoluten Nahkampfangriff mit der Kanone auf die Gegner feuern. Das funktioniert dann mit der Kanone. Ausweichmanöver, du beginnst jeden Einsatz mit einem Ausweichbonus von 100%. Der Bonus wird entfernt, wenn du zum ersten Mal Schaden erleidest. Das ist richtig gut. Das ist extrem gut. Solange wir in der Distanz bleiben und solange wir außerhalb von Granatenreichweiten bleiben, von Raketenreichweiten und Flammenwerfer und so weiter und so fort, wenn wir nicht getroffen werden können durch solche Bereichsangriffe, garantiere ich euch, durch die ganze Mission weg, zieht der keinen Schaden. Weil ein Ausweichbonus von 100% ist Ausweichen 100%. Das heißt, der steckt keinen Treffer ein. Sturm und Schuss finde ich bei der Aktion oder beziehungsweise bei der Klasse auch recht gut. Erhalte eine Aktion nach dem Sprint. Das heißt, er kann Double Move nach vorne machen und kann dann zusätzlich mit seiner Kanone nochmal schießen. Ist eigentlich für so einen Schütze beziehungsweise für einen, der eine schwere Waffe trägt, eigentlich ein Novum. Halte ich mal auf jeden Fall in der Hinterhand. Aber was ich jetzt hier auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre das Ausweichmanöver. Und als zweites vielleicht Sturm und Schuss. Im Stiletto ignoriert mit der Kanone zusätzlich nochmal 2 Rüstungspunkte. So, das war es hier unten für den XCOM-Baum. Jetzt gehen wir auf jeden Fall die ganzen normalen Beförderungsbäume durch, beziehungsweise Beförderungsränge. Und dann schauen wir uns das im Einzelnen an. Volltreffer, ja, kennt jeder, ne? Grundschaden wird um 1 Punkt erhöht. Kampffähigkeiten sind im Prinzip, das sind auf Messerbasis. Du kannst Nahkampfangriffe parieren bei einem Kampfmesser kontern. Für alle Einheiten, die natürlich im Nahkampfangriff angreifen wollen. Du erhältst außerdem 10% mehr Ausweichen. Und Streifschiffe, Fehlschüsse mit einer Primärwaffe erhalten eine zusätzliche Chance, das Ziel zu streifen. Das heißt, normalerweise Schüsse, die vorbeigehen würden und werden dann zu Streifschüssen teilweise umgewandelt. Und dann hätten wir im Prinzip die Leiste, die ich schon mal unten auf der linken Seite angesprochen hatte, wird dann im Prinzip größer für die Chance, dass die Schüsse streifen. Ausräuchern ist ein Spezialschuss mit einem Trefferbonus, der nicht so viel Schaden verursacht, aber dafür sorgt, dass das Ziel aus der Deckung raus muss. Wenn wir zum Beispiel ein Ziel haben, was wir unbedingt ausschalten müssen, ich sag mal, das Hauptquartier wird da prädestiniert dazu und der absolute Obermotz, der Endgegner des Hauptquartiers, ja, es gibt da tatsächlich einen Endgegner, der ist irgendwo unter Deckung und wir benutzen Ausräuchern, muss der aus seiner Deckung raus. Das heißt, es ist eine wunderbare Flankenposition für unsere ganzen Leute und dann können wir noch versuchen, auf jeden Fall auszuschalten.
Formidabel, deine Rüstung verfügt zusätzlich über noch Polsterschichten und einer Sprengpanzerung, die Bonuspunkte Ablativpanzerung und 50% Schaden, 50% reduzierten Schaden durch Explosivangriffe einbringen. Auch richtig gut, wobei ich hier entweder auf Abriegelung gehen würde, kommen wir gleich dazu, oder wie gesagt auf Ausräuchern. Abriegelung, du erhältst 15% Trefferchance gegen Feinde oder gegen alle Feinde, die sich während der Unterdrückung bewegen. Die Unterdrückung habe ich euch vorhin schon gesagt, entweder ist das der Unterstützungsfeuer oder Bereichsunterdrückung, und da gibt es nochmal einen zusätzlichen Trefferbonus obendrauf. Finde ich richtig, richtig gut. Würde ich sogar hier, wie gesagt, entweder die Abriegelung oder das Ausräuchern nehmen. Der Schusshagel, entfache einen Kugelhagel, der dein Ziel garantiert trifft, aber jede Menge Munition verbraucht. Ich glaube, das verbraucht sogar 3 Munitionsslots, aber damit kann man auf jeden Fall sagen, dass man erstmal das Ziel garantiert trifft. Mit Zerfetzen ist das gemeint, dass man die Rüstungspunkte des Ziels auf jeden Fall zerfetzen kann. Da muss ich gerade nochmal gucken, ob das fortschrittliche Waffen des Typs Kanone zielen noch mehr Rüstung ab. Das heißt, wenn wir dann die Laserwaffe haben, wahrscheinlich 2 Punkte, wenn wir dann das nächste Tier haben und so weiter, so 3, 4, 5 Punkte. Durcheinander, du erhältst 25% Bonusschaden gegen Feinde, die sich während der Unterdrückung bewegen. Das heißt im Prinzip, die Abriegelung gewährt uns Trefferchance und zusätzlich noch das Durcheinander. Das heißt, den wird man dann direkt auf Maschinengewehr bzw. auf Unterstützung hier trimmen. Und dadurch können wir dann wirklich sehr, sehr viel Schaden austeilen, sobald man diese Einheit hier wirklich in der Bereichsunterdrückung, wirklich sobald man das strategisch schön einsetzen kann, dass man die Bereichsunterdrückung immer wieder wirken kann. Das setzt natürlich voraus, dass man diese Waffe modifikationstechnisch im Magazin deutlich verstärken, weil das verbraucht jede Menge Munition, das garantiere ich euch. Aber es macht richtig, richtig Spaß, wenn man dann sieht, dass da dann jede einzelne Einheit beschießt und die eine oder andere dann wirklich umfällt. Rakettenschüsse, schieße mit einer um 10% verminderten Zielsicherheit. Triffst du das Ziel, schießt du automatisch nochmal drauf. Das ist im Prinzip ein Doppelschuss auf ein Ziel. Der erste Schuss, der getroffen hat, wird damit so gerechnet, dass der zweite Schuss auch nochmal drauf geht. Und Achtung, der zweite Schuss kann natürlich auch daneben gehen. Eiserner Vorhang ist ein Spezialschuss, der nur den halben Schaden verursacht, jedoch die Mobilität des Ziels für die nächsten 2 Runden reduziert. Kegelförmischer Angriff mit der Primärwaffe heißt, Achtung, kann mehrere Ziele treffen. Finde ich persönlich richtig gut. Aber in diesem Baum vom Death Sergeant gibt es noch den Sprengschuss. Der Sprengschuss ist ein Kugelhagel auf die Deckung deines Ziels, der sich stark beschädigt oder sogar zerstört. Achtung, das ist ein Schuss auf die Deckung, nicht auf den Gegner selbst. Nur die Deckung kann damit zerstört werden. Ne? Fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Das gilt es hier zu beachten. Entweder würde ich hier auf den Kettenschuss gehen beim Death Sergeant Baum oder direkt auf den Sprengschuss. So, und dann gibt es noch den zyklischen Beschuss. Feuert mit einem Angriff 3 Schüsse auf ein Ziel. Benötigt beide Aktionen und die Zielsicherheit aller Schüsse ist reduziert. Gibt nochmal in 4 Runden Cooldown obendrauf und ist die, und die Schüsse sind um minus 15% Zielsicherheit. Ne, gibt es die. Also aber 3 Schüsse kann der auf das Ziel wirken und benötigt ja auch 3 Munitionspunkte. Das heißt, wir müssten die Trefferwertung von ihm signifikant erhöhen. Aber dann macht der zyklische Beschuss wirklich Sinn. Die Gefahrenzone, die Bereichsunterdrückung, unterdrückt Feinde in einem Radius jetzt von bis zu 5 Geländefeldern. Die normale Bereichsunterdrückung ist 4 Felder. Und dann hätten wir noch den Druck standhalten. Das ist im Prinzip auf Englisch die Cool Under Pressure Ability bzw. den Perk. Du erhältst 10% Zielsicherheit auf Feuerschutz und sonstige Reflexschüsse und sie können dazu noch kritisch treffen. Ich sag mal, das zählt zum Beispiel auch für die Bereichsunterdrückung, dieser Perk. Und ich sag mal, wenn wir auf diesem Baum bleiben, wird das Teil eine wunderbare defensive Einheit. Also das ist dann der absolute Hammer. Oder wir gehen gleich komplett mit ihm offensiv ins Feld. Kann man natürlich machen, wie man möchte. Jeder Perk ist hier wirklich, also gerade Richtung Ende, ne, gerade Richtung die hohen Ränge, ist hier wirklich Schaden pur. So, dann gibt es hier noch den Raptor-Angriff. Den kennt ihr natürlich auch. Einmal das Ziel anvisiert, einmal das Ziel getroffen, sorgt das dafür, dass das Ziel um einen bis zu plus 3 erhöhten Schaden für alle zukünftigen Angriffe nimmt. Das Schnellfeuer feuert zweimal nacheinander. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von minus 15. Und die Abschusszone ist eine wie verbesserter Feuerschutz, der allerdings nur in eine Richtung gewirkt werden kann. Ihr seht es kegelförmig. Führt einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines Schussfeldes bewegt oder angreift. Das ist nicht einer, sondern das sind alle. Das ist ein bisschen falsch beschrieben. Es gibt keine Einschränkung für die Menge an Abschusszone-Schüssen, die ein Soldat abgeben kann, wenn man von der Menge der verfügbaren Patronen abzieht. Deshalb sage ich, ist es für alle. Abschusszone verwendet Truppsicht.
selbst wenn der Soldat nicht über diese Distanzschussfähigkeit verfügt. Abschusszone hat eine Abklingsfrequenz von 3 Runden. Das heißt, wenn man den so ausrichtet, dass man zum Beispiel Richtung des Aufklärers schaut und die Abschusszone hat eine sehr, sehr hohe Reichweite, kann man damit über Truppsicht sehr viele Gegner, ich sag mal, verwunden oder sogar töten, die außerhalb der normalen Reichweite der Waffe sind. Und das finde ich richtig, richtig gut. Ich würde ja alle drei nehmen. In dem Gunnery Sergeant Baum würde ich alle drei nehmen. So, und dann haben wir natürlich den Master Sergeant Baum. Da sind natürlich alle Super Perks dabei. Der Bereichsbeschuss feuert ein kegelförmiges Trommelfeuer auf alle Gegner im Wirkungsbereich ab. Außerdem kann dieser Schuss die Deckung dieser Gegner beschädigen oder zerstört werden. Verbraucht sehr viel Munition. Ich glaube, das verbraucht sogar 5 Slots, oder? Ne, 4. Hat eine Abklingzeit für 6 Runden. Aber Wahnsinn. Die Kampftauglichkeit, das erhöht nochmal diverse Stats. 4% Zielsicherheit, 1 Mobilität, 2 Trefferpunkte, 4 Wille und 4 Ausweichen. Ja, für die Einheit, klar, müssen wir dann zum Schluss überlegen, ob wir es machen wollen. Und hier gibt es noch das Eröffnungsfeuer. Wenn du als erste Aktion einen Standardschuss mit der Primärwaffe abfeuerst, kannst du eine weitere Nichtbewegungsaktion ausführen. Das heißt, das ist im Prinzip das Bessere, wie zum Beispiel das Schnellfeuer oder dieser zyklische Beschuss, weil die richten sich immer gegen einen Gegner. Aber beim Eröffnungsfeuer kann man, wenn man einmal drauf geschossen hat, mit dem nächsten Schuss, weil das ist eine Nichtbewegungsaktion, eine Granate werfen, heilen oder zum Beispiel feuern, kann man nochmal auf dasselbe Ziel schießen oder woanders hin. Bewegen kann man sich nur noch. So, mein Lieben, das war der Schütze. Ja, eine sehr, sehr starke Einheit, die mit der Waffe definitiv richtig, vor allem zum Schluss in den Rängen, Remi-Demi machen kann. Und das ist der Schnitter, meine Lieben. Der Schnitter ist im Prinzip dazu da, gegen den aufzuklären. Der hier kann sich nicht ganz so weit bewegen, ist aber auch kein Problem. Der ist wirklich dazu da, sehr, sehr lange in den Schatten zu bleiben, aus dem Schatten anzugreifen. Hat eine neue Fähigkeit bekommen hier. Nicht im War of the Chosen war es ja eigentlich die Claymore. Hier hat er Morphmesser dazu bekommen, zusätzlich zur Claymore, die er dann eigentlich im relativ späten Spielverlauf erst benutzen kann. Schaut mal, der hat schon sehr, sehr viele Perks am Anfang. Natürlich haben wir auch schon eine Beförderung hinter uns gebracht und wir schauen uns jetzt die Soldatenfähigkeiten an. So. Schauen wir uns schnell die XCOM-Fähigkeiten hier unten an. Da sind welche dabei, die sind gut und welche, die ich eigentlich nicht so verstehe. Aber egal, gehen wir es nacheinander durch. Mit der freien Aktion bekommt der Schnitter nochmal 4 Mobilität und ignoriert sämtliches Reflex- oder Reaktionsfeuer. Mit dem Target-Fokus bekommst du auf Gegner, die nicht flankiert sind, aber die du siehst, 10 Zielsicherheit und du umgehst komplett einen Rüstungspunkt. Mit Konzentration verleihst du unseren Schüssen bzw. den Schüssen des Schnitters die Fähigkeit, Schüsse, die eigentlich Streifschüsse wären, abgegradet oder upgradebare normale Schüsse zu werden. Das heißt, die Leiste unten, die normale Schüsse, Streifschüsse oder Schüsse, die vorbeigehen, das ist ja immer diese Kombileiste, die ich unten links angesprochen habe mal. Und diese Leiste wird jetzt dementsprechend um die Streifschüsse bzw. um die normale Schüsse etwas erweitert. Gerade weil halt die Streifschüsse zu den normalen Schüssen jetzt dazugezählt werden. Die blitzschnellen Reflexe ist auch richtig, richtig gut, vor allem wenn die Einheit aufgedeckt ist. Die Zielsicherheit aller Reflexschüsse gegen dich wird stark reduziert. Der Bonus nimmt mit jedem erlittenen Reflexschuss ab, aber nur mit jedem getroffenen erlittenen Reflexschuss. Open Fire ist im Prinzip die Fähigkeit, dass wir auf Ziele schießen, die über volle Gesundheit verfügen, bekommen wir 10 Zielsicherheit und 10 kritische Trefferwertung dazu. Hier der Survival Instinct, wenn man verletzt ist, bekommt diese Einheit 20 Defensive und oder 20 Verteidigung und 20% kritische Trefferwertung hinzu. Und der Kettenschuss, die mächtige Kettenschussfähigkeit bzw. die mächtige Fähigkeit, die um minus 10% verminderte Zielsicherheit hat, aber wenn du das Ziel triffst, darfst du nochmal drauf feuern. Das war der XCOM-Baum für den Schnitter und jetzt gehen wir die normalen Ränge nacheinander durch. Wir haben hier drei verschiedene Bäume, die Tarnung, den Saboteur und natürlich den Schützen. Schützen ist ganz normal auf Schaden ausgelegt, die Tarnung, ihr wisst es, in den Schatten, soweit es geht. Und das Tracking, damit kann man dann zum Beispiel Nahkampfangriffe oder sowas machen, vor allen Dingen mit, nee, was heißt Nahkampfangriffe, damit kann man auf jeden Fall seine Wurfmesser aktivieren. Schatten, wisst ihr, die gewährt dem Soldat Schatten eine fortschrittliche Form der Verborgenheit in den Aktionen, den Soldaten nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit enthüllen. Das heißt, solange man in den Schatten sich befindet, kann man sogar auf Einheiten schießen und dann hält man sogar noch eine Chance, dass man in den Schatten drin bleibt. Aber Achtung,
Jeder Schuss, der abgegeben wird, erhöht die Chance, dass man aus den Schatten raustritt. Nicht vergessen. Ein Tracking. Man kann alle Einheiten sehen, die sich um einen rum bzw. in seiner Sichtlinie befinden. Und das Truppsicht, das wisst ihr alle, im Prinzip, da kann er auf alle Einheiten schießen, die sich nicht nur um ihn herum befinden, sondern auch die sein Trupp sehen kann, und wo er eine Sichtlinie dazu hat, kann er auf alle Einheiten draufhalten. Die Blutspur haben wir schon angewählt. Die Schüsse verursachen 2 Schaden, wenn das Ziel in dieser Runde verwundet wurde. Der Knife Shark, also im Prinzip mit seiner Sekundärwaffe, mit seinen Wurfmessern, da bekommt man einen Schadenspunkt mehr und man bekommt ein Wurfmesser mehr zur Verfügung gestellt. Jeder Kill mit der Primärwaffe garantiert uns nochmal eine Aufladung der Wurfmesser. Und der Totalkampf, das Werfen einer Granate oder Benutzen eines Objektes, beendet nicht mehr die Runde. Dazu zählt auch Heilung. Shooting Sharp. Deine Reichweitenattacken, also sagen wir deine Langgewehrangriffe auf unserer Seite, muss man sagen, ignorieren die 2 Rüstung, und ihr erhält nochmal 15% Zielsicherheit für alle Ziele, die sich in Deckung befinden. Das heißt, wenn die Einheit in Deckung befindet, und die über 2 zusätzliche Rüstungspunkte verfügt, dann wird das so gerechnet, dass man die mit 15% erhöhter Zielsicherheit angreifen darf oder angreifen kann und die Rüstung komplett ignoriert wird. Crippling Strike ist im Prinzip damit, mit einem erfolgreichen Wurf des Messers und mit einem erfolgreichen Treffer des Wurfmessers kann man das Ziel im Prinzip so stunnen, dass es sich nicht mehr bewegen kann für die nächste Runde. Und wir haben hier auf jeden Fall Paramedic angewählt. Das ist im Prinzip, da bekommt mir ein freies Medikit, bekommt der Schnitter ein freies Medikit dazu. Ausgerüstete Medikits verfügen nochmal über 2 extra Ladungen. Und wenn man das Medikit am Anfang der Runde einsetzt, bekommt man eine freie Aktion. Also das ist richtig, richtig gut. Und dazu noch jede Ability von der Heilung reaktiviert, beziehungsweise da bekommt man nochmal 3 zusätzliche Heilpunkte nochmal gut geschrieben. Ne? Also wenn ein normales Healpack 4 Heilpunkte heilen kann mit einem Mal, bekommen wir mit Paramedic nochmal 3 Punkte dazu. Das heißt dann, der kann mit einem Mal, mit einer Aufladung 7 Gesundheitspunkte heilen. Und das ist richtig viel. Und jetzt kommt der absolute Hammer und der Sergeant Baum. Die Serie. Also das ist eine sehr, sehr heftige Fähigkeit, die schon im Sergeant Baum verfügbar ist, mein Lieben. Eine mächtige Kettenschussfähigkeit. Für jeden mit dem Vektorgewehr erzielten Kill werden deine Aktionen zurückgestattet. Die Serie in Verbindung mit Tod von oben. Richtig, richtig böse. Kommen wir aber gleich dazu. Der lautlose Tod, Kills mit dem Vektorgewehr erhöhen nicht nur deine Chance, dass der Schnitter aus dem Schatten tritt, aber das Risiko einer Erhöhung bleibt dennoch bestehen. Nein, entschuldigt. Genau andersrum. Kills mit dem Vektorgewehr erhöhen nicht die Chance, dass der Schnitter aus den Schatten tritt, aber das Risiko einer Enthüllung bleibt dennoch bestehen. Und hier gibt es die Geistergranate, ist eine spezialisierte Rauchgranate, die den anvisierten Verbündeten Verborgenheit gewährt. Da müsste man natürlich aber extra eine Rauchgranate mitnehmen. Verbraucht wieder einen Itemslot, sollten wir uns dann taktisch genau überlegen. Im Staff Sergeant Baum bekommt man dann natürlich den Cheap Shot. Einmal pro Runde bekommt man eine Bewegung nach dem Schießen, wenn man die Einheit getroffen hat. Aber nur mit der Primärwaffe. Okay, und kann nicht gleichzeitig mit den Wurfmessern aktiviert werden in derselben Runde. Alles klar. Hier gibt es die Blue Screen Knives. Hier kann man Messer werfen, die 2 Rüstungspunkte umgehen und robotische Einheiten desorientieren. Das geht auch. Respekt. Und hier gibt es den Schnelleinsatz. Aktiviere diese Fähigkeit vor dem Werfen oder Abfeuern einer Unterstützungsgranate, und das Werfen oder Abfeuern kostet keine Aktion. Das heißt, die Unterstützungsgranaten mit Blendgranaten, Rauchgranaten, allen möglichen Spaß, und dann aktiviert man diese Fähigkeit, hat man dann wie nochmal einen Bonuszug dazu. Verbannen, feuere auf ein Ziel, bis er die Munition ausgeht oder das Ziel stirbt. Enthüllt den Schnitter. Das heißt, wenn man das Gewehr dementsprechend mit sehr viel Munition ausstattet und über den Tech Sergeant Baum des Verbannen nimmt, kann man so lange auf dieses Ziel schießen in seiner Runde, bis die Munition ausgeht oder das Ziel stirbt. Darf man nicht vergessen, wenn man da noch über eine hohe Zielsicherheit verfügt, kann man davon ausgehen, dass der Schnitter dieses Ziel definitiv killt. Ende. Die Knife Encounters sind einmal pro Runde, bekommst du eine Bonusaktion, nachdem du das Messer geworfen hast auf einen Gegner innerhalb von 5 Feldern um den Schnitter herum. Ne?
Das kann gleichzeitig nicht ausgelöst werden mit dem Cheap Shot. Also da muss man wirklich aufpassen. Entweder man nimmt die Knife Encounters oder man nimmt den Cheap Shot. Beide zusammen können definitiv nicht ausgelöst werden. Und das letzte hier ist der Todbringer. Kritische Treffer gegen ein flankiertes Ziel, während du im Schatten bist, verursacht den doppelten kritischen Schaden. Das heißt, wow, 10 Schaden, normales Gewehr, wobei die Vektorgewehre ja niedrigeren Schaden haben als die normalen Sniper. Sagen wir mal, keine Ahnung, das T3 oder T4 macht dann 10 Schaden. Und das erhöht schon, und wenn das schon kritisch trifft, macht das, glaube ich, 15 Schaden. Und jetzt nochmal im Schatten drin, auf eine flankierte Einheit, verursacht die doppelten kritischen Schaden. Also könnt ihr schon da davon ausgehen, dass eigentlich eine Waffe, die 10 Schaden verursacht, doppelter kritischer Schaden, wäre dann 20 Schaden plus. Das heißt, der Schaden wird dann einfach mal eiskalt verdoppelt. Im Gunnery Sergeant Bar geht es jetzt richtig ab. Und zwar gibt es jetzt leicht physisch. Deine Runde endet nicht mehr automatisch, wenn du deine erste Aktion einen Standardschuss mit der Primärwaffe ist. Leicht physisch lässt sich hervorragend kombiniert mit Squad Sight, weil wenn man jetzt Einheiten über Truppsicht sieht, kann man auch auf die Einheiten zweimal drauf schießen. Auch wenn man den Tod von oben hat, auch wenn man die Serie hat und auch wenn man leicht physisch hat, das macht das richtig, richtig unheimlich aus und das macht Spaß bis zum Schluss. Weil mit diesem leicht physisch Perk kann man in der Serie bei Tod von oben zwischendurch nochmal nachladen und kann dann nochmal ganz, ganz gemütlich weiterballern. Das heißt, man hat zwei Magazine und kann die zwei Magazine gemütlich leer schießen. Werden wir ausprobieren, oder? Dann hätten wir hier im Personal Edge, wenn du ein Ziel mit einem Wurfmesser killst, reduzierst du den Shadow Cooldown um 1 und du bekommst einen stackbaren Buff, der 20 Zielsicherheit für 3 Runden gewährt. Wow! Also, immer wenn du ein Ziel tötest mit dem Messer, reduzierst du den Shadow Perk, das heißt, in den Schatten gewährt dem Soldaten Schatten eine fortschrittliche Form. Das heißt, den Schatten kann man immer wieder anwählen, hat natürlich eine definitive Abklingzeit, aber dadurch kann man wirklich dafür sorgen, dass man mit dieser Fähigkeit die Abklingzeit um eine Runde reduziert und den Cooldown um eine Runde reduziert und noch zusätzlich seine eigene Zielsicherheit um 20% für 3 Runden erhöht. Richtig, richtig fett. Du gibst dem Packmeister garantiert eine Ladung für jede Unterstützungsgranate oder jede Granate, die wir ausgerüstet haben. Also ich sag mal, wenn wir dann Rauchgranaten mitnehmen, haben wir 2. Wenn wir eine Heal, eine Heal-Granate gibt es ja nicht. Wenn wir dann eine Blendgranate mitnehmen, gibt es auch 2. Oder eine normale Granate gibt es auch 2. Also richtig, richtig fett. Und dann kommt hier noch das absolute Ende. Ich habe es euch gesagt, Tod von oben lässt sich sehr gut kombinieren mit Leichtphysik, lässt sich sehr gut kombinieren mit Serie. Und die drei Fähigkeiten in diesem Baum dazu mit der Truppsicht. Ich glaube, der Schnitter macht dann richtig, richtig Schaden. Und genau das werden wir auch ausprobieren. Tod von oben ist das Ausschalten eines auf einer niedrigen Position befindlichen Zieles oder Feindes mit dem Vektorgewehr. Erfordert nur eine Aktion und beendet diese Runde nicht. Gewährt außerdem einen Zielgenauigkeitsbonus für Scharfschützengewehre auf große Entfernung. Ja, dazu zählt auch das Vektorgewehr. Rent the Market. Okay, die Wurfmesser bekommen hier einen stackbaren 50% kritischen Trefferwert von Zielen, die dann das Ziel, was dann beschossen wird von allen, bekommt dann hier einen stackbaren Buff, der 50% kritische Trefferwertung ausmacht. Also, ich sag mal, das Ziel hat dann definitiv nichts mehr zu lachen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin steht. Ne, von allen Quellen. Also, wie gesagt, Wurfmesser drauf, dann hat dieses Ziel 50% Crit von allen Quellen, mit der das Ziel beschossen werden kann. Richtig rett. Und das hier ist die absolute Claymore. Das werden wir auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Deshalb werde ich im Master Sergeant Baum das hier überskillen, weil Tod von oben und natürlich die Claymore hätte ich alles beides sehr gerne. Die Zielsuchmine, hefte eine Claymore an einen Feind, alarmiert den Feind nicht. Das heißt, das kann man aus den Schatten rausmachen. Die Zielsuchmine explodiert, wenn dieser Feind Schaden nimmt. Das heißt, Zielsuchmine deponieren, draufschießen, wenn er zum Beispiel sich in der Gruppe befindet. Erstens macht die sehr, sehr viel Schaden an den anderen Einheiten, die Zielsuchmine, und zweitens kann man da doppelten Schaden verursachen, weil man auf die Zielsuchmine im Prinzip draufschießt, auf das Ziel.
Also auch dieser Baum bzw. dieser Schnitter ist richtig, richtig fett. Kann man natürlich auch völlig im Stealth-Modus kann man den skillen. Oder man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass der richtig, richtig Schaden austeilt. Und ich sage mal, für die erste Schnitterklasse, die würde ich definitiv nicht defensiv behandeln, sondern bei uns auf jeden Fall offensiv. So, meine Lieben, das war die Schnittereinheit. Und ja, so viel gibt nichts weiter zu sagen. Danke fürs Zugucken. Ja, meine Lieben, das hier ist der Feldsanitäter. Feldsanitäter, warum überhaupt ein Feldsanitäter? Wie komme ich auf das? Ich wollte eigentlich wirklich mal eine reine weg, eine heilende Einheit bei uns mit im Feldwissen, die unterstützend, ich sag mal, in dem Nebensquads mit zum Einsatz kommen kann. Ich hätte dann gerade gedacht an Trubeta bzw. an unseren Ausbildungsquad. Und dann habe ich natürlich, wollte ich durch Zufall den Feldsanitäter gefunden. Achtung, der Feldsanitäter ist, den werde ich dann vielleicht, wenn es irgendwann mal für Longbow of the Chosen optimiert ist, werde ich den natürlich dementsprechend umbauen. Aber ihr seht es an den Reiterbildschirm. Bis jetzt ist es nur so weit optimiert, dass wir im Prinzip den Charakter spielen könnten im War of the Chosen Modus. Nicht im Long War of the Chosen, da fehlt noch ein Rang, aber wie gesagt, ich reiche das euch umgehend nach, sobald es da Änderungen gibt. Schauen wir es uns an. Es gibt hier leider keine X-Kopf-Fähigkeiten und zwar gibt es die hier. Das hier sind die X-Kopf-Fähigkeiten, deshalb steht hier auch nichts davor, weil wie gesagt, es ist War of the Chosen und nicht Long War of the Chosen. Der hat im Prinzip nur zwei verschiedene Sachen, die er ganz am Anfang machen kann und dann jeweils, ich sag mal, ein Ersthelfer und ein Vorsorge. Baum oder beziehungsweise Reiter, wir gucken es uns jetzt kurz an. Ja, das ist halt ein bisschen kürzer wie eigentlich üblich, aber trotzdem wollen wir uns trotzdem intensiv mit dem Charakter beschäftigen, weil der hat es auch verdient. Okay, was hat denn der für eine komische Gürtelschnalle dort unten an? Das sieht ja komisch aus. Sollten wir vielleicht nochmal umbauen, dem ist bestimmt kalt dazwischendurch mal. Okay, High Definition Holo, ihr wisst ja genau, durch Holo zielen anvisierten Gegner erleiden häufiger kritische Treffer. Das heißt, HD Holo hat ja eine erhöhte Trefferchance, generiert das auf einen Gegner und das HD-Holo ist wie nochmal eine Verstärkung dazu. Das Problem ist, ich habe hier leider keinen kleinen Holo-Targeter, mit dem ich das Ziel anvisieren könnte. Und deshalb muss ich euch sagen, entweder kriegt man das Teil dann im späteren Spielverlauf oder der Perk ist einfach nur hier sinnlos ausgegeben. Was natürlich nicht sinnlos ausgegeben ist, ist das Schnellfeuer. Feuere zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von -15. Das heißt, wenn er dann dementsprechend gut ist, beziehungsweise auch sehr, sehr hohe Zielsicherheitswerte hat, kann man den Perk auf jeden Fall mitnehmen, weil zweimal auf dieselbe Einheit schießen macht schon unheimlich was aus. Selbst von Feldsanitäter, der sich mal wehren muss. Das ist nochmal, bekommt 2% Zielsicherheit pro Gegner, den die Gruppe sieht. Das heißt, das kann man für maximal 10 Gegner, könnte man das hier auslegen. Aber Achtung, ihr seht es ja, 2% Zielsicherheit pro Gegner mal 10. Das heißt, gibt man dann maximal 20% zusätzliche Zielsicherheit. Aber Achtung, sobald man anfängt, die Gegner zu dezimieren, wird natürlich auch dementsprechend die Zielsicherheit weniger. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. Aber ganz am Anfang, wenn man da zum Beispiel mal zwei Gruppen gleichzeitig gepult hat, obwohl man es gar nicht möchte, hat man hier sehr, sehr hohe Chancen, dass man mindestens einen Gegner trifft. Okay, hier ist es zum Beispiel, da bekommst du einen Schaden für deine Primärwaffe für jede Runde, die du dich bewegt hast. Kommt nochmal ein Schadenspunkt dazu. Da kann man dann sagen, da kann man dich auf jeden Fall die Schadenswerte aufsparen. Das heißt, wenn man sich in einer Runde bewegt und in der nächsten Runde dann abfeuert, bekommt die Waffe automatisch einen Schadenspunkt mehr. Finde ich gar nicht so schlecht. Ist ein passiver Perk, das heißt, der ist immer aktiv. Und da sollte man auf jeden Fall, den könnte man auf jeden Fall strategisch klug einsetzen. Zum Beispiel, um den Gegner zu flankieren. Zum Beispiel so lange außen rumrennen, bis man wirklich in der Flanke steht und den dann mit dem erhöhten Schadensboni auf jeden Fall ausschaltet. Das waren so erstmal die Perks von dem, ja, von dem Incognito X-Comp-Baum. Wir gehen jetzt zum Richtigen. Erste Hilfe, ganz klar, von Feldsanitäter spezialisiertes Training bietet nochmal plus eine Heilung mit Medikits und jedes ausgerüstete Medikit bietet nochmal zwei Heilungen dazu. Pistole abfeuern. Na, du wurdest in der effektiven Nutzung der vollen Flexibilität mit einer Pistole als Ergänzung zu deiner Primärwaffe ausgebildet. Klingt richtig gut, dieser Satz. Klingt echt richtig gefährlich, aber es ist tatsächlich so. Engagement haben wir schon gewählt, weil erhalte 4 Mobilität und ignoriere Feuerschutz und oder Reaktionsschüsse bei Bewegung. Habe ich jetzt am Anfang für wichtiger erachtet oder empfunden wie die Impfung. Gewährt einem Verbündeten oder einem Feldsanitäter selbst 15 Wille und 15 Ausweichen als auch Giftimmunität für die nächsten 2 Runden. Das wird am Anfang des Spieles noch nicht benötigt, aber das wird dann im mittleren Spielverlauf immer, immer wichtiger.
Hier hätten wir zum Beispiel die Schwäche und gebe einen erschütternden Schuss mit einer Primärwaffe ab. Ein erfolgreicher Treffer reduziert die Mobilität des Ziels um ganze 4 und hat die Chance, das Ziel zu betäuben. Das ist richtig stark. Oder hier die analysiere Schwäche, verringert die Verteidigung des Ziels um 10, ist eine freie Aktion. Das heißt, das kostet keinen Blue Move, sagen wir mal, oder keinen Zug. Das heißt, das kann man immer mal anwählen. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwelche Ablinkzeit hat. Schauen wir mal, Dauer 2 Runden, Ablinkzeit 2 Runden und ist eine freie Aktion. Das heißt, jede dritte Runde könnte man das einsetzen. Da müsste man jetzt genau überlegen, was man hier machen will. Ich meine, verringert die Verteidigung des Ziels um 10. Ja, ist alles nice to have. Freie Aktion natürlich. Aber ich sag mal, wenn man mit der Schwächung die Gegner hier noch betäuben kann, dann wäre mir das persönlich wichtiger. Aber das schauen wir uns dann auf jeden Fall mal wann anders an. Begabung, erhalte plus 1 Heilung und 2 zusätzliche Ladung für Medikits. Richtig geil, vor allen Dingen von Feldsanitäter. Und die defensive Behandlung, erhalte einen freien Feuerschutzschuss jedes Mal, wenn du erste Hilfe Heilung verwendest. Der im Prinzip kann einmal laufen, dann heilt er einmal. Und wenn er einmal geheilt hat, hat er automatisch einen Feuerschutzschuss. Das heißt, wenn er jemanden anders, der dort in Deckung liegt und da daneben ist noch ein Deckungsfeld übrig, läuft er dort rein, befindet sich automatisch in Deckung, heilt den Betroffenen von unserem Trupp, bekommt er automatisch Feuerschutz. Das ist richtig gut. Das ist echt gut. Triage, alle Verbündeten in Reichweite erhalten plus 4 HP, plus 1 mit Begabung, verbraucht 2 Medikit-Ladung. Das ist im Prinzip nochmal, erhalten 4 Gesundheit dazu. Das ist keine Heilung, sondern die erhalten auf ihre Gesundheit basierend nochmal 4 HP obendrauf. Finde ich persönlich richtig gut. Ist noch ein richtiger Boost, gerade in Missionen, wo man relativ wenig Soldaten, wenig Leute draußen hat und gegen schon überdimensionierte Gegner kämpfen muss. Das macht natürlich 4 HP pro Charakter sehr, sehr viel aus. Die Ermutigung erhöht den Willen und das Ausweichen des Quads um plus 10%, ist auch gut, aber ich habe mich gerade eben dafür entschieden, wenn beim Staff Sergeant würde ich auf jeden Fall die Triage gerne nehmen wollen. Das ist auch nicht schlecht, aber wie gesagt, zum Anfang auf jeden Fall vernachlässigbar. Präziser Treffer. Erhöhe deine Zielsicherheit um plus 15% und gib einen vorsichtigen Schuss auf den Gegner ab, welcher bei Erfolg einen Schaden zusätzlich verursacht. Ich nehme mal an, dass der auf jeden Fall nicht kritisch treffen kann. Nee, erhalte plus 15 Zielsicherheit, ein Schaden bei erfolgreichem Schuss, Ablinkzeit 2 Runden. Okay, hat natürlich 2 Runden Ablinkzeit, das ist eigentlich normal. In die 2 anderen Runden könnte man heilen und sich bewegen, ist alles gut, und dann könnte man wieder den präzisen Treffer ansetzen. Lebensgefährlicher Treffer ist, erhalte 15% kritische Trefferchance, deshalb ist das Zielsicherheit und das 15 Crit, und gib einen lähmenden Schuss auf den Gegner ab, welcher bei Erfolg Raptor verursacht. Raptor kennt ihr genau, Raptor ist ja die Fähigkeit, heilte 15 verursacht Raptor bei erfolgreichem Schuss, verbraucht 2 Ladungen Munition, darf man auch nicht vergessen, und Ablinkzeit von 3 Runden. Das heißt, da kann man erst nur jede vierte Runde das einsetzen. Raptor erhöht ja im Prinzip den Schaden von unseren gesamten oder von allen Truppmitgliedern gegen diese Einheiten um, glaube ich, plus 3 oder plus 4 für eine gewisse Anzahl von Runden. Und das ist natürlich richtig, richtig hart. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, da lieber wäre ich für die Zielsicherheit um plus 15, weil wenn der nicht gut ziehen kann, nützt einen die kritische Trefferwertung gar nichts, wenn der nicht trifft. Und dann haben wir zum Schluss den Gunnery Sergeant. Wie gesagt, der hat nur 7, dadurch, dass das War of the Chosen ist, im Prinzip der Bild und nicht Long War of the Chosen. Alle Verbündeten in Reichweite erhalten 1 HP am Beginn jeder Runde dazu. Reichweite 3 Felderradius. Das heißt, die müssen sehr, sehr nah an unserem Feldsanitäter stehen, aber da ist auf jeden Fall diese Heilung garantiert. Oder ruhiges Auftreten, Zielsicherheit und kritische Trefferchance erhöht sich um nochmal plus 10%. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das wüsste ich jetzt nicht, welche ich mache. Bei einem kleinen Squad würde ich dann eher einen Feldsanitäter mitnehmen, der auf jeden Fall komplett auf den Ersthelfer ausgebildet ist. Und bei einem etwas größeren Squad, wo er zum Beispiel nur unterstützender Heiler ist, dann könnte man auf jeden Fall zum lebensgefährlichen Treffer greifen oder vielleicht durch ruhiges Auftreten da nochmal seine Waffenfähigkeiten ein bisschen erhöhen. Also da kann man dann flexibel reagieren, je nachdem, was man machen will mit dem Feldsanitäter. So, mein Lieben, Ausrüstung ist normal, Soldat befördern machen wir später mal. Das war es zumindest jetzt erstmal mit dem Feldsanitäter. Es gibt hier nicht mehr drüber zu sagen, weil, wie gesagt, sobald der Bild aktualisiert wird, beziehungsweise von den Machern, von den Modmachern, dann werde ich euch in Kenntnis drüber setzen und dann machen wir hier nochmal ein kleines Tutorial.
Der Survivalist, mein Lieben. Wer dann hier die nächste Einheit? Was ist der Survivalist? Der ist ja natürlich ausgestattet mit einem Snipergewehr, wobei man den nicht mit einem Snipergewehr ausstatten müsste, beziehungsweise sie, unsere Emily. Sie könnte man auch mit jeder anderen Waffengattung natürlich ausstatten. Ne? Ihr seht es, von einem normalen Gewehr und so weiter und so fort. Also selbst bis zur MP-Runde, außer Shotgun beziehungsweise Kanone, kann sie alles tragen, was geht. Aber die Sniper bzw. das Sniper-Gewehr macht hier diese Klasse einzigartig. Und jetzt gehen wir in den Beförderungsbildschirm. So, dann hätten wir im Prinzip schon mal die drei verschiedenen Fähigkeiten von ihr. Das ist der Trained Sniper. Wenn sie ein Sniper-Gewehr trägt, dann garantiert das die Squad Sight Ability. Das ist im Prinzip, dann kann sie über Truppsicht feuern, ne, und dann, wenn natürlich die Sniper als Primärwaffe ausgewählt ist. Kürzeste Distanz, sie hat natürlich als Zweitwaffe hier hinten so eine kleine Pumpgun drauf. Eine abgesägte Feuerdatei, eine abgesägte Schrotflinte auf einen Feind in der Nähe ab. Sollte so sein, ne? This one is mine. Damit kann man zum Beispiel, haben wir schon mehrmals benutzt, damit kann man ein Ziel markieren. Das gibt dem Ziel 50, gibt auf dem Ziel 50% erhöhte kritische Trefferchance und 50% Verteidigung für 3 Runden. Das ist ganz wichtig. Achtung, die Aktion kostet, also diese Ability kostet keine Aktion oder diese Aktion kostet keine Aktion und hat einen 2-Runden Cooldown. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dieser This One is Mine, diesem Perk gehen dann verschiedene Perks weg. Hier haben wir zum Beispiel das Watchful Eye. Einmal pro Runde bekommt man einen freien Overwatch-Shot, aber Achtung, da bekommt man einen freien Overwatch-Schuss, wenn man aufgedeckt ist. Wenn man verdeckt ist, ist natürlich das noch nett, aber wenn man aufgedeckt ist, bekommt man da einen freien Overwatch-Schutz drauf. Achtung, man kann bis zu 2 Schüsse haben. Das heißt, der erste Overwatch-Schuss trifft das This One's is mein Ziel. Das heißt, das haben wir davor markiert. Dann schießt der Sniper hier automatisch drauf, beziehungsweise unser Survivalist. Ist aber noch das normale Reflexschuss mit aktiviert, beziehungsweise den normalen Overwatch, dann schießt sie nochmal. Egal auf welches Ziel. Das heißt, das kann man sehr, sehr strategisch, also kann man strategisch sehr, sehr gut einsetzen. Finde ich ein richtig geiler Perk beim Lance Corporal. Dann hätten wir hier noch die Pumpgun. Erhaltet 2 zusätzliche Munitionspunkte. Die könnte dann im Prinzip, ne, 2 oder 3 Schuss hat sie dann sogar. Und hier ist ihr Viersam, also wenn du ein Ziel triffst, hat es im Prinzip eine Chance, dieses Ziel und andere Gegner außenrum auf 6 Feldern, maximal 6 Feldern Reichweite, in Panik zu versetzen. Hier haben wir zum Beispiel Lead the Target, da kann man 20% erhöhte Trefferchance nochmal draufpacken, aber Achtung, man kann in dieser Runde nicht schießen, außer die Einheit macht irgendwas. Das heißt, wenn man zum Beispiel This One is Mine markiert hat und danach Lead the Target, hat man eine sehr, sehr große Chance, diese Einheit nicht nur zu treffen, sondern ich schätze mal doch schon auszuschalten. Vor allem, wenn man auf einer erhöhten Position steht, da kriegt man nochmal erhöhte Zielsicherheit mit und so weiter und so fort. Also ich sag mal, das macht schon richtig was aus. Vor allen Dingen mit dem freien Overwatch-Schuss, wenn sich dann die Einheit zum Beispiel als erstes bewegt, dann kann man sogar, so sehr habe ich noch gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, man kann dann sogar schon 2-mal automatisch drauf feuern in der gegnerischen Runde allerdings. Cover Me garantiert natürlich auch einem Truppmitglied einen freien Overwatch-Schuss und die Cool Under Pressure Ability. Die Cool Under Pressure Ability ist im Prinzip, du erhältst nochmal 10 Zielsicherheit für einen Overwatch oder einen Reflexschuss, ne? Und die können auch kritisch treffen. Also das ist richtig, richtig fett und richtig heftig. Open Fire ist natürlich deine Reichweitenattacken, also so kann man das sinnbildlich übersetzen. Ich sag mal, all unsere Attacken mit Fernkampfwaffen wie Gewehre, wie Snipergewehre, wie Kanonen und so weiter bekommen 10% Zielsicherheit und 10% kritische Trefferwertung auf Ziele, die über volle Gesundheit verfügen. Achtung, da zählt die Rüstung nicht mehr drauf. Es reicht, wenn die Gesundheit 100% ist. Okay? So, dann gehen wir mal in den Sergeant-Baum. Der Sergeant-Baum kreiert uns am Anfang Heat-Ammo. Heat-Ammo kreiert nochmal 50% erhöhten Schaden auf robotische Ziele. Es sind Drohnen, es sind Mechs, sind auch sehr viel schwerere Einheiten im Verlauf des Spiels. Nonchal Pass ist im Prinzip... okay, also mit diesem Skill bzw. mit diesem Perk kann man während gegnerischer Runden mit seiner Schrotflinte auf alle
sichtbaren Gegner auf 3 Federn Reichweite schießen. Das heißt, wenn die Gegner bei uns sehr, sehr nah sind, kann man diesen Perk hier aktivieren und jeder der Einheiten, die auf 3 Federn nahe kommen, kriegen auf jeden Fall einen Schuss ab. Jeder. Ne? Das hier ist zum Beispiel, wow, das ist zum Beispiel bis zu 10, also wenn man 10 mögliche Einheiten auf dem, also 10 mögliche gegnerische Einheiten auf dem Feld sieht, bekommt man pro sichtbare Einheit 2% Trefferwertung dazu. Ne, ihr seht es maximal plus 20. Das heißt, kann man ja rechnen, 2 Zielsicherheit pro Einheit. Wenn man 10 sieht, hat man 20 mehr. Aber Achtung, sobald man die dann dezimiert, wird dann natürlich dementsprechend die Zielsicherheit wieder weniger. Finde ich auch einen sehr, sehr starken Perk. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das ist eigentlich unser Sniper, der im äußersten Notfall, also eine Sniper-Einheit, der natürlich im äußersten Notfall seine Nahkampf- bzw. seine Pumpgun aktiviert. Da würde ich dann gerne in diesem Baum entweder die Heat Ammo nehmen oder sogar Against the Odds. Ich würde aber sagen, wir gehen auf jeden Fall auf Heat Ammo, weil, wie gesagt, im Mid- bzw. Endgame ist es ganz, ganz wichtig, dass man viel Schaden vor allen Dingen den robotischen Einheiten zufügt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt geht es hier mal weiter. Druck standhalten. Du erhältst 10 C-Sicherheit auf Feuerschutz und sonstige Reflexschüsse und sie können kritisch treffen. Das ist ähnlich wie die Cool Under Pressure Ability. Die garantiert auch 10% über Overwatch-Schüsse und Reaktionsschüsse und die können auch kritisch treffen. Das hier ist im Prinzip genau dasselbe, heißt im Prinzip nur Druck standhalten. Cool Under Pressure, ne? Also ist im Prinzip sinnbildlich genauso übersetzt. Unerbittlich, wenn du einen oder mehreren Kills in deiner Runde erzielst, erhältst du einen zusätzlichen Zug. Das wäre sehr gut zum Überlegen. Im Staff Sergeant Baum, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da würde ich das Cool Under Pressure oder Druck standhalten, würde ich eher vernachlässigen wollen. Und dann hat man hier noch die Aggression. Du erhältst für jeden sichtbaren Feind 5% auf deine kritische Trefferchance. Das sind 6 Einheiten, die man da, ich sag mal, maximal mit einbanden kann. Dann erhält man 30% Crit. Aber Achtung, mit jeder dezimierten Einheit sinkt natürlich auch die Chance auf einen kritischen Treffer. Das heißt, unerbittlich kann man, ne, ein oder mehrere Kills in deiner Runde, sag mal, kann man auf jeden Fall mit dem unerbittlich, kann man auf jeden Fall nochmal schießen. Der Distanzschuss ist auch eine ein sehr, sehr starker Perk in dem Tech Sergeant Baum, erlaubt Feuerschutz mit Truppsicht, also da kann man es von weit, weit hinten schießen und sogar noch richtig, richtig gut. Scrap Metal, jeder Schuss oder beziehungsweise jeder Kill mit der Primärwaffe generiert uns einen Schuss mit der Nahkampfwaffe. Das heißt, wenn man die Nahkampfwaffe komplett leer geballert hat, nimmt man wieder die Primärwaffe in die Hand und niedert dann irgendjemanden um und das generiert uns automatisch etwas Munition für unsere kleine Pump-Action. Dort der Sapling-Schuss ist im Prinzip der Stunt-Gegner mit einem präzisen Schuss. Wie soll ich denn das sagen? Okay, wenn der Schuss kritisch trifft, bekommt man nochmal eine Zielsicherheit dazu. Nee, Moment. Nein, entschuldigt, falsch ausgedrückt. Der Schuss, der Stunt-Gegner mit einem präzisen Schuss, ne? Mit einem Bonus dann, wenn der Schuss kritisch trifft. Aber der kann keinen kritischen Schaden machen. Okay, das heißt im Prinzip, der Schaden, wenn der Schuss kritisch trifft, aber keinen kritischen Schaden macht, gibt es nochmal einen Bonus drauf. Ich schätze mal, da wird dann wahrscheinlich ein oder zwei Runden, wird der Gegner dann mehr gestunt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das anders seht. Ich habe das gerade so ein bisschen sinnbildlich versucht, in meinem Denglisch zu übersetzen. Wenn es falsch war, gerne. Ich nehme hier gerne jede Kritik an. So, Lock and Load ist genau dasselbe. Wenn die Sekundärwaffe alle ist und an der Primärwaffe zum Beispiel nur noch ein Schuss ist, aber wir killen einen Gegner, bekommen wir zusätzlich 2 Munitionspunkte zurück. Einen Munitionspunkt für die Sekundärwaffe und ihr seht hier, Kill with your primary weapon, restore 1 Ammo für die Primärwaffe. Das heißt, pro Kill würden wir dann 2 Munitionspunkte wiederbekommen. Eine für die kleine Schrotflinte und eine für unsere Primärwaffe. Einmal pro Mission, wenn man tödlich getroffen ist, bekommt man Immunität gegen den Tod, ne, bis zur Ende der nächsten Runde. Das heißt, der Heiler hätte dann im Prinzip noch eine Runde Zeit, diese Einheit hier vor dem Tod zu retten. Ich bin gespannt, ob das geht. Und Raptor, der Rapture-Schuss gewährt eine stark erhöhte kritische Trefferchance und sorgt dafür, dass das Ziel einen um plus 3 erhöhten Schaden gegen alle zukünftigen Angriffe nimmt. Kennen wir ja, ist ja schon hinlänglich bekannt. Sentinel, bei aktiviertem Feuerschutz kann man bis zu 2 Reflexschüsse abgeben. Der Heavy Hitter
alle unsere Attacken machen zusätzlich 2 Schaden. Das ist zum Beispiel, wenn man sich das nächste Waffentier als Sniper zum Beispiel hier nicht leisten kann, dann kann man die Waffe mit 2 Schaden nochmal deutlich, deutlich aufwerben. Macht dann ähnlich Schaden wie so eine Laserwaffe zum Beispiel vom Tier 2. Und zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch nicht schlecht, ne? Wibbit macht natürlich, wenn du als erste Aktion mit der abgesägten Schrotflinte schießt, kostet die Aktion keine Aktion. Das ist auch richtig, richtig geil. Also das sollte man auf jeden Fall überlegen. Wobei ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich würde hier doch schon die 2 Schaden nehmen. Würde hier in dem Baum auf jeden Fall Raptor nehmen. Oder vielleicht dann Lock and Load. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Wenn man natürlich die Waffe verstärken mit verschiedenen Modulen und da reinpacken nochmal zusätzliche Munition, dann würde ich ganz ehrlich sagen, verzichte ich lieber auf den Nachlader hier und nehme auf jeden Fall Raptor. Das ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen für alle zukünftigen Einheiten. Hier zum Beispiel würde ich liebend gerne den Distanzschuss nehmen, weil die abgesägte Schrotflinte ist jetzt nicht so wichtig für einen Sniper, der meistens ganz, ganz hinten steht und hier, wie gesagt, unerbittlich. Das wäre dann im Prinzip der Survivor-Baum bis zum Marcher Sergeant und ja, das war's dann eigentlich. Jetzt gehen wir noch kurz den XCOM-Baum durch. Schaut mal, Scout. Da bekommt man einen freien Battle-Scanner, ähnlich XCOM 1 Longbow. Den mit man dann in die Hand kann man den deutlich weiter werfen und der deckt ein Gebiet im Nebel des Krieges komplett auf. Und da sieht man sämtliche Einheiten, die dort rumlaufen. Die sehen uns aber nicht. Die Blender fügt eine kostenlose Blendgranate hinzu, kennt ihr alle, das macht natürlich der Grundschaden von Schusswaffen, ist nochmal einen Punkt erhöht. Volltreffer, dann hat man hier taktisches Gespür, du erhältst für jeden sichtbaren Feind nochmals 3 Verteidigung dazu. Bis zu 5 Feinde geht das heißt nochmal 15% Verteidigung gäbe es obendrauf. Und unantastbar wäre zum Beispiel, wenn ein Gegner zum Beispiel zum Sniper sehr, sehr nah rankommt, aber du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt der nächste gegen dich gerichtete Angriff, zum Beispiel von der Einheit, die sehr, sehr nahe an dem Sniper schon dran steht oder an unserem Survivalist in der Feindrunde. Ne? Da muss man sich darüber keine Gedanken machen. Und das ist zum Beispiel auch eine super Skill oder ein super Perk, wenn gegnerisches Feuer, also wenn die gegnerische Runde losgeht, kannst du automatisch mit deiner Primärwaffe zurückfeuern. Ne? Einmal pro Runde geht das, aber richtig, richtig gut. Und dann haben wir hier noch Bullseye. Das feuert einen Schuss ab, was kritischen Schaden macht und dem Ziel im Prinzip Mali auf Zielsicherheit, Verteidigung und Wille gibt. Und hat natürlich noch einen 4 Runden Cooldown. Ist natürlich, ja, kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Hier zum Beispiel unten in dem Baum wäre mir zum Beispiel ganz wichtig, natürlich der zusätzliche Schaden und, Achtung, jetzt kommt's, ich würde gerne zurückschießen. Sobald eine Einheit auf uns schießt, würde ich sehr, sehr gerne zurückschießen wollen. Weil die hat in einem späteren Spielverlauf eine recht hohe Zielsicherheit. Und das würde ich auf jeden Fall mit dem Zurückschießen richtig ausnutzen wollen. Okay, meine Lieben, das war der Survivalist. Ja, so viel gibt es da nicht dazu zu sagen. Ist relativ, wie soll ich das sagen, relativ flott unterwegs. Ausweichen und Rüstung hat sie natürlich nicht so. Das sollte man noch befördern. Und wie gesagt, bis jetzt eigentlich eine sehr gute Sniper-Alternative. So, das hier ist der Templer. Er ist natürlich mit seiner Psyklinge ausgestattet, kann aber auch bei uns wahlweise natürlich ein Schild tragen. Das Schild ist für zum Beispiel als Tank wirklich, wirklich unerlässlich. Das Schild kann man natürlich auch noch ausstatten, beziehungsweise mit verschiedenen Perks erweitern. Und wir gehen jetzt zusammen die Soldatenfähigkeiten durch. So, zuerst schauen wir uns mal an, was ist denn der Templer? Der Templer ist ein in der Wildnis ausgebildeter Psykrieger, der im Laufe oder im Verlauf des Kampfes immer stärker wird. Das stimmt, weil er generiert Fokus und mit diesem Fokus kann er natürlich einzigartige Fähigkeiten kanalisieren, die den Gegner massiven Schaden zufügen oder für uns, für die Defensive zum Beispiel oder für die Unterstützung manchmal oder ich sag mal im späteren Spielverlauf dann wirklich unersetzlich werden. Das sind die Standard-Perks für ihn, die hat er immer und zwar ist das Reißen, das ist sein Hauptangriff, mit der Psyklinge, mit einer Chance, die Nahkampfangriffe, das Ziel zu betäuben oder zu desorientieren, ganz klar, der kann definitiv nicht verfehlen, der kann verfehlen. Im Longbow of the Chosen kann er verfehlen, weil ihr habt es schon gesehen, der hat auch schon verfehlt oder beziehungsweise hat er auch nur gestriffen. Das Problem ist dran, diese Attacke braucht unser Psy-Templer oder unser normaler Templer, weil mit dieser Attacke generiert er mit einer großen Chance Fokus. Das ist Volt, das ist im Prinzip der Psy-Angriff, der geringen Schaden bewirkt, aber je höher diese Psy-Aufladung wird, beziehungsweise sein Fokus, desto größer wird auch der Schaden von Volt.
Beim Fokus, das ist natürlich diese, wie soll ich das sagen, das ist den Templer seine Ressource, um verschiedene, ihr seht es schon, erhalte Fokus bei Einsätzen, um Werteschaden und Effektivität von Fähigkeiten zu steigern oder zu verbessern. Fokus kann für starke Fähigkeiten ausgegeben werden. Kommen wir noch gleich dazu. Und hier unten ist Momentum. Immer wenn er die Fähigkeiten Reißen wirkt, also immer wenn er das Reißen benutzt hat, bekommt er danach ein Momentum. Das heißt, das ist wie Hit-and-Run-Taktik. Man könnte da im Prinzip einen Blue-Move machen und den nächsten Move nimmt man dann Reisen und dann bekommt man eine Bewegungsaktion, nachdem man das Reisen ausgewirkt hat. Zum Beispiel hinlaufen, attackieren, abhauen. Ist natürlich von Templer richtig, richtig gut, aber Achtung, ihn kann man natürlich für so einen Nahkämpfer auf jeden Fall vorbereiten bzw. skillen oder man nimmt ihn halt als Tank, wie wir hier zum Beispiel mit einem Schild. Geht auch. So, wir gehen jetzt mal schnell die XCOM-Perks durch, bevor wir dann wirklich zu den verschiedenen Rängen kommen. Das Momentum hat man gerade. Phantom ist, wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser sofort verborgen. Ja, also für eine Aufklärungseinheit wäre das gut, aber für die Einheit muss ich ganz ehrlich sagen, nee, brauchen wir nicht. Moment. Die Zone of Control sind im Prinzip alle Gegner in einer Reichweite von 5 Felder um den Templer, bekommen natürlich Mali auf Zielsicherheit und Bewegung. Das ist ein gar nicht schlechter passiver Bulk, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man gerade richtig viele Einheiten außenrum hat oder richtig starke Einheiten, da muss man dann ganz klar sehen, das nützt nichts, wenn die sehr viel Schaden austeilen können und wenn sie nicht treffen. Muss man ganz klar sagen. Einzelgänger ist zum Beispiel ja, für Sniper zum Beispiel sehr gut oder alle, die ein Langgewehr tragen, beziehungsweise ein Langreichweitengewehr oder sowas tragen. Aber für einen Templer ist Einzelgänger, kann man machen. Wenn man ihn zum Beispiel als einzige Einheit noch hat mit sehr viel Gesundheit und man will die Mission wirklich bestehen, dann kann man den hier halt alleine vorne wegschicken und dann ist er auch 7 oder mehr Geländefeldern von seinen nächsten Verbündeten entfernt. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn man den schon fortschickt, würde ich immer entweder einen Heiler hinterher schicken oder wenigstens einen Supporter. Alleine haben wir schon mehrmals festgestellt bei uns hier in der Kampagne, in der Staffel 2, ist es nicht gut, wenn man jemanden ins Gefecht schickt, ne? Beziehungsweise wenn man sich aufteilt. So. Das ist Dedication, das ist ein ganz geiler Perk, das ist nämlich eine freie Aktion, hat allerdings einen 4 Runden Cooldown, aber das generiert auf jeden Fall nochmal 4 Reichweite mehr und das ignoriert sämtliches Reflex- oder Reaktionsfeuer. Gnadenlos bist du selber, also das würde ich zum Beispiel nehmen, Nahkampfangriffe gegen organische Feinde ignorieren ihre Rüstung. Ganz wichtig, erhalten 15% kritische Trefferchance und verursachen, wenn man kritisch trifft, nochmal 2 kritische Schaden dazu. Also da kann man sogar eine Waffe nehmen, die jetzt zum Beispiel nicht unserem aktuellen technischen Stand entspräche und dann macht man immer noch 2 mehr Schaden wie eigentlich ursprünglich. Finde ich eine richtig coole Aktion, das würde ich auf jeden Fall nehmen, aber Achtung, der Preis ist auch nicht von schlechten Eltern, 30 Fähigkeitspunkte. Da sollte man dann schon überlegen, nimmt man den mit oder nicht. Hier hat man zum Beispiel Overkill. Die Reichweiten, also im Prinzip nicht seine Nahkampfangriffe, sondern er könnte ja im Prinzip noch eine MG mitnehmen oder sowas. Ja, die machen 2 mehr Schaden, wenn die Einheit 50% oder weniger Gesundheit hat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Overkill ist nicht für den Templer geeignet. Wenn das für den Nahkampfangriff wäre, würde ich ihn mitnehmen, aber dadurch, dass es für Fernkämpfe konzipiert ist, ignoriere ich das. Ganz einfach. Und hier hat man das taktische Gespür. Das ist zum Beispiel wieder sehr gut, wenn der Templer eine Tankeinheit bilden soll. Du erhältst für jeden sichtbaren Feind 3 Verteidigung. Ja, das kann man auf jeden Fall immer machen, ne? Und bis zu 5 Stück geht es. Das heißt, wenn man 5 Einheiten gegnerische sieht, hat man 15% mehr Verteidigung. Und wenn man sich da noch hinter einer schweren Deckung versteckt, hat der Gegner eine sehr, sehr schwere Chance. Oder beziehungsweise ist der Templer sehr, sehr schwer zu treffen. Macht es für uns wieder einfacher, ne? Okay, das waren die XCOM-Fähigkeiten, die wir durch unsere extra Fähigkeitspunkte erringen dürfen. Und jetzt gehen wir mal nacheinander die Tech-Bäume durch, okay? Beziehungsweise die Rangbäume. Also ganz am Anfang den Private hat man schon. Hier kann man dann umkehren, tausche den Platz mit einer feindlichen Einheit. Das haben wir noch nicht ausprobiert, habe ich aber natürlich mal genommen, weil irgendwie, ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist mir vielleicht ein bisschen untergegangen, ich bin ganz ehrlich, aber werden wir auf jeden Fall noch testen. Versteigen markiert ein einziges Ziel mit einer psionischen Linse, sodass es 35% zusätzlichen Schaden durch eine bestimmte Anzahl Zyklen zukünftiger Einzelzielangriffe nimmt. Oder hier das Indomitable. Das ist im Prinzip einmal pro Runde bekommt man einen Fokus, wenn man selber angegriffen wird. Der Betäubungsangriff.
Ist im Prinzip ein Angriff, der auf jeden Fall Fokus verbraucht. Stoße einen Feind mit psionischer Kraft in Richtung des Angriffs zurück. Ihr seht das schon. Das macht aber, ich sag mal, den haben wir auf jeden Fall genommen, weil der ja den Feind nicht nur trifft, sondern wie gesagt auch zurückstehst. Ganz, ganz wichtig. Das würde ich dann nehmen zum Überskillen in diesem Baum bei Schildbech. Das haben wir schon mal beim Hoplite benutzt. Das ist auch sowas Ähnliches, ne? Trifft das Ziel und kickt es auf jeden Fall zwei ganze Felder zurück. Er ist eine freie Aktion und ich sag mal, das würde ich dann auf jeden Fall in diesem Corporal Skill Baum zum Überskillen auf jeden Fall benutzen. Den Brawler, das macht 35% weniger Schaden also gegenüber Attacken, die fünf Felder oder weniger von uns entfernt stehen. So, der Sergeant-Baum ist als erste Säule eine sehr, sehr mächtige Fähigkeit benutzt. Er zeigt eine Säule aus Psi-Energie, die als volle Deckung dient. Ich weiß bloß nicht, wie das gemeint ist, ob wenn man die Säule stellt, ob man links und rechts sich auch hinstellen kann und Deckung suchen kann oder nur auf einer Seite. Das weiß ich allerdings nicht, das würde ich immer noch ausprobieren wollen. Hier steht, die Säule hält für eine Anzahl an Runden basierend auf die Fokusstufe, auf der Fokusstufe des Templers bei der Beschwörung an. Und die Säule beendet nicht die Runde des Templers. Okay? Dann hier zum Beispiel haben wir noch den Overcharge. Das haben wir natürlich für uns gewählt. Da bekommen wir eine Bonus-Zielsicherheit bzw. Treffsicherheit und Crit-Chance für jeden Punkt, wenn wir Fokus generiert haben. Das heißt, je mehr Fokus unser Templer generiert, desto besser ist unsere kritische Trefferchance und desto besser ist unsere allgemeine Trefferchance. Standhalten. Ist im Prinzip dasselbe, wie Edwin ihre Priester ausgerichtet haben. Wenn der Templer so viel Schaden erleidet, dass er sterben würde, wird er umgehend für eine Runde in eine Art Stasis versetzt und seine Gesundheit lediglich auf nur einen Trefferpunkt reduziert. Nur einmal pro Einsatz möglich. Das heißt, wenn er wirklich tödlichen Schaden erleiden würde, wird er sowas wie in einem Stasis-Feld festgehalten. Sämtliche Angriffe prasseln auf ihn ein, aber wirken nicht gegen ihn und erst in der nächsten Runde kann er getötet werden. Beim Staff Sergeant haben wir dann die Lehrerleitung, bring einen Humanoiden in ein Psi-Gefängnis, macht ihn für mehrere Aktionen bewegungsunfähig und übertrage seine Gesundheit auf den Gegner. Das wäre dann zum Beispiel für den Staff Sergeant Baum eine der Fähigkeiten, was ich mir überlegt habe, dass wir den Templer auferlegen. Kanalisieren ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Wenn ein Feind stirbt, lässt er vielleicht Psi-Energie zurück, die der Templer aufsammeln kann, um seinen Fokus zu erhöhen. Das haben wir schon bei anderen Klassen kennengelernt, funktioniert auch sehr, sehr gut. Und dadurch, dass hier auch Psi-Energie zurückgelassen wird, hätten auch andere Klassen die Möglichkeit, diese Psi-Energie aufzusammeln und für sich und ihren Fokus zu nutzen. Das Bollwerk, der Templer ist immun gegen Feuer, Säure, Gift und Explosivschäden. Richtig, richtig stark. Aber wie gesagt, ich würde dann entweder die Lehrerleitung nehmen oder sogar das Kanalisieren. Die Superior Attitude, im Prinzip das Reisen garantiert immer einen zusätzlichen Fokuspunkt, das heißt, sobald man das Reißen hier nimmt, das generiert das sowieso einen Fokuspunkt, bekommt man zwei. Es ist tatsächlich so, man bekommt wirklich zwei Fokuspunkte, das heißt, bei der nächsten Attacke hat man doppelte Bonustrefferchance, beziehungsweise nicht durch die Overcharge hat man doppelte Trefferchance und auch doppelte Crit-Chance. Die Pulswelle, Reißen erzeugt eine Welle von psionischer Energie in Richtung des Angriffs. Der Schaden erhöht sich mit jeder Fokusstufe oder mit der Fokusstufe. Das ist ganz klar. Ich wäre bei diesem Baum eher noch bei Superior Attitude. Aber wie gesagt, gucken wir es uns weiter an. Crusaders Rage. Da bekommt man einen 50% Schadensboost, wenn man nur noch 50% Gesundheitspunkte hat oder weniger. Ne? Reduziert natürlich auch die Erholungszeit von Verletzungen für diesen Soldat ab 6 Gesundheitspunkte. So, hier haben wir noch Terrorisieren. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben in meiner Liste. Da bekommt man eine Chance, die Einheiten in Panik zu versetzen, sobald man sie mit der Fähigkeit Void getroffen hat. Hier gibt es den Klingensturm, kostenlose Angriffe mit der Waffe Splitter. Ja, die meinen natürlich unsere Psi-Klinge auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen. Das ist egal, welche Einheit es ist, der haut auf jeden Fall zurück, beziehungsweise der haut zuerst zu. Und hier haben wir noch Impact-Kompensation.
Wenn man Schaden erlitten hat, bekommt man einen stackbaren 20% Schadensreduktionsbuff auf sich drauf und der ist dreimal stackbar. Das heißt, je nachdem, wie viel man Schaden erlitten hat, ist der nächste dann, sorgt der für weniger Schaden, der nächste für noch weniger Schaden und so weiter und so fort. Das kann man bis 60% stacken lassen, ist richtig, richtig gut und wäre auch in dem Gunnery Sergeant eine wirkliche Überlegung wert. Und jetzt haben wir noch den absoluten Master Sergeant Baum. Den Ionensturm erzeugt einen Blitz, der alle Feinde in der Nähe trifft. Richtig krass. Der Schaden steigt mit der Fokusstufe, verbraucht den gesamten Fokus, aber Achtung, stellt den Fokus durch Kills wieder her. Das heißt, wenn man die genügend schwächt außenrum und der Templer jagt zum Schluss den Ionensturm in so eine schöne Gruppe rein, dann verbraucht er zwar seinen gesamten Fokus, aber Achtung, der stellt den danach, wenn die alle umgefallen sind, wieder her. Oder sogar noch mehr. Hier hätten wir noch die Apotheosis, werde ein Gott. Also, ja, ne, also es ist wirklich so, also der bekommt jetzt übermenschliche Fähigkeiten, angeblich bekommt natürlich einen wirklichen Schadensboost, einen wirklichen Reichweitenboost und natürlich einen Ausweichenboost. Das verbraucht komplett, beziehungsweise verbraucht ein Minimum von 3 Fokus oder verbraucht alles. Das heißt, wenn man 4 Fokus hat oder 5 Fokus, dann sollte man wirklich noch überlegen, setzt man davor eine Säule, wo die anderen in Deckung gehen können und man aktiviert den Apotheosis oder man nimmt halt irgendwas anderes noch. Also ich würde dann ehrlich sagen, ja, bei 3 Fokus aktivieren wir das und dann machen wir hier ein bisschen Party. Und den Geist zum Schluss erschafft ein Duplikat des Templers aus dem Körper eines toten humanoiden Feindes. Achtung, der tote humanoide Feind, den wir damit wiederbelebt haben, wenn das in einer Evakuierungsmission zum Beispiel ist, wo man danach unsere wieder retten soll, dann geht diese Einheit auch als vollständiger Soldat von uns. Das heißt, wenn er getötet wird, geht die Mission nicht mehr als Magulus. Wenn der Geist verschwindet, wenn sein Fokus verbraucht ist, das stimmt, verbraucht sein Fokus. Das heißt, er hat nur begrenzte Ressourcen an Einsatzfähigkeit, aber Achtung, wenn der währenddessen dieser Einsatzfähigkeit getötet wird, zählt er als Soldat und unsere Mission ist nicht mehr makellos. So, meine Lieben, das war der Templer. Ich hoffe, ich konnte ihn euch etwas näher bringen. Wie gesagt, den kann man auf jeden Fall noch upgraden mit dem Psykling, mit den Schildern und so weiter und so fort und natürlich auch mit neuen Rüstung. Vielen Dank fürs Zuschauen. So, meine Lieben, die nächste Einheit, das hier ist unser Scrapper. Herzlich willkommen. Der Scrapper ist im Prinzip eine nicht so gute, ich sag mal schon, eine Mischung aus einer Nahkampfeinheit mit einer kleinen Reichweite schon drauf. Er hat dann allerdings nur seine Schrotflinte dabei, die kann man nochmal extra skillen bzw. extra stärken. Hat hinten drauf noch das Messer, sein großes Kampfmesser und wir gehen jetzt zusammen in seinen Fertigkeiten. Also, die Scrapper sind natürlich intensiv trainiert für unbewaffneten Nahkampf, ne, durch das Messer in Unterstützung mit egal welcher Waffe, die sie gerade tragen. Und am besten sind die natürlich geeignet für den Close Quarter oder für den Combat, für den Close Quarter Combat. Das heißt, ne, für im Prinzip sehr, sehr, wie soll ich denn das gerade sagen, für die Front. Sind die wirklich gemacht. Das heißt, die sollte man auch mit einer speziellen Rüstung ausstatten, die sehr, sehr viel Gesundheit hat, sehr, sehr viel Rüstung und so weiter und so fort, dass die Einheit so lange wie möglich überlebt und vorne natürlich auch dementsprechenden Schaden austeilen kann. Wir gehen rein in den Private und dann gehen wir hier unten in den XCOM-Baum. Der hat natürlich nur den Messerkämpfer. Ne, du kannst direkt angrenzende Feinde mit dem Nahkampf im Nahkampf mit dem Messer angreifen, das ist klar. Sonst hat er ja kein Messer mit. Und auf der anderen Seite Der Bullrush, das ist eine Spezial-Nahkampfattacke, die eigentlich der Reichweitenattacke eines Gewehrs zum Beispiel ähnlich ist. Damit kann man nach vorne stürmen, damit kann man auf jeden Fall eine Einheit treffen und die Einheit kann man für eine Runde stunnen. So, jetzt gehen wir mal die XCOM-Fähigkeiten durch. Das ist Ausräuchern. Ihr wisst genau, Spezialschuss mit einem Trefferbonus, der wenig oder keinen Schaden verursacht, beim Ziel aber einen Malus auf Verteidigung und Ausweichen verursacht und bei einem Treffer und einen Treffer zum Positionswechsel zwingt. Das heißt, der muss definitiv aus seiner Deckung raus, steht dann irgendwo in der Flanke und dann können wir ihn gemütlich umnuppen. Extra Munition, das wisst ihr, garantiert eine freie explosive Granate in unserem Inventarplatz und wir müssen sie nicht mal ausrüsten, wenn man diesen Perk gewählt hat. Heat-Sprengköpfe durchbrechen bis zu 2 Rüstungen.
Rüstungspunkte, die Granaten, und zerfetzen einen zusätzlichen Rüstungspunkt, wenn man im späteren Spielverlauf gegen diese Mechs kämpft oder gegen diese Mech-Artillerie. Oder da gibt es noch viel, viel größere Einheiten. Ich nenne es jetzt nur mal so einen Sektobot oder zum Beispiel Mutons, die auch schon sehr, sehr viel Rüstung kreieren können oder sehr, sehr viel Rüstung am Startweg haben. Kann man auf jeden Fall mit den Granaten, die man hiermit hat, für richtigen Schaden bzw. richtige Rüstung zerfetzen zusätzlich sorgen. Das ist der Warfare. Okay, wenn man in seiner eigenen Runde den Kill gemacht hat, geht man automatisch in Deckung. Ja, also das ist im Prinzip, normalerweise geht man zuerst in Deckung und dann schießt man. Hier geht es zum Beispiel andersrum, hier kann man noch in die Deckung laufen, dann kann man schießen und kann sich zusätzlich, auch wenn man in der Deckung steht, begibt man sich noch in Hunker Down, das heißt in volle Deckung. Das heißt, man sieht, beziehungsweise die Gegner sehen einen gar nicht mehr, außer die flankieren einen. Ne? Das ist klar. So, hier hat man den Survival Instinct. Moment. Ich muss kurz was suchen. Ja, genau. Okay, alles klar. Ich habe mir da hier ein bisschen was aufgeschrieben dazu. Ich habe gerade überlegt, was heißt das in Schutt? Nein, das heißt nicht benachbart, sondern das heißt tatsächlich verletzt. Wenn die Einheit verletzt ist, hat man natürlich nochmal 20 Defensive und 20 kritische Trefferwertung nochmal zusätzlich obendrauf. Und das ist egal, wie die verletzt ist, selbst ein Gesundheitspunkt abgezogen. Mal von den ablativen Trefferpunkten abgesehen und so weiter und so fort. Aber Achtung, nur einen Gesundheitspunkt abgezogen, geht die Einheit als verletzt und die bekommt den Buff. Ist vielleicht taktisch, kann man sich überlegen, ob man die Einheit danach nochmal voll heilen will, weil ich sag mal, 20 Defensive und 20 kritische Trefferchance, 20% kritische Trefferchance nochmal mit der Pumpgun hier, ist nicht zu verachten, ganz, ganz ehrlich. So, Shotgun Finesse ist, und das sage ich, kann man ja noch speziell skillen hier, unsere Shotgun bei dem Scrapper. Wenn man mit der Shotgun ausgestattet ist, bekommt man nochmal 3 Reichweite mehr oder 3 Mobility und nochmal 10 kritische Trefferchance. Das heißt, wenn die Einheit verletzt ist und wenn man die Shotgun-Finesse noch gewählt hat, hat die Einheit automatisch plus 30% erhöhte Trefferchance kritisch. Das heißt, das Gewehr hat ja normalerweise schon einen sehr, sehr hohen kritischen Trefferwert. Und mit diesen 2 Perks, schätze ich mal, kommen die dann auf 40-50% Crit. Und das ist sehr, sehr hoch. Das ist dann im Prinzip eine 50-50-Chance, dass man eine Einheit kritisch trifft. Und im Nahkampf ist ja Deckung eigentlich relativ egal. Und da kann man schon ganz schön für Remi-Demi sorgen. Der Nahkampfspezialist, ihr wisst, schießt während feindlicher Runden einen kostenlosen Primärwaffen Reflexschuss auf jeden Feind ab, der sich innerhalb von 4 Geländefeldern bewegt oder angreift. Achtung! Da geht auch die Shotgun-Finesse mit rein und natürlich den Survival-Instinkt. Also das darf man nicht vergessen. Die kritische Trefferwertung zählt da auch mit rein. So, gehen wir dann die ganzen Bäume nochmal separat durch. Eat this. Da bekommt man natürlich einen Bonus mit 20 Zielsicherheit und nochmal 20 kritische Trefferwertung auf Feinde, auf beziehungsweise benachbarte Ziele. Ne? Der Bonus sinkt mit der Reichweite der Gegner. Das heißt, wenn die Gegner dann 3 Felder, 4 Felder, 5 Felder von uns entfernt stehen, wird natürlich der Bonus immer, immer weniger. Wir haben in den Baum hier Fastball gewählt, weil die nächste Granate, die wir werfen oder die von einem Granatwerfer abgefeuert wird oder, die kostet keine Aktion. Ne? Das ist eine 4 Runden Cooldown-Zeit, aber Achtung, damit kreiert man, ich sag mal, schon in 2 Move Plus, nenne ich das immer mal. Das heißt, ein Feld bewegen. Dann aktiviert man Fastball, da wirft man zum Beispiel, ist egal, da wird man egal welche. Ich nehme dann zum Beispiel sehr gerne eine Blendgranate, die werfe ich in eine Richtung. Dann blende ich erstmal ein paar Gegner und dann habe ich noch eine Granate oder einen Feuerschutz oder, den ich dann in der dritten Runde noch einsetzen kann. Hier gibt es zum Beispiel den Bergnagel, das erhöht unseren Nahkampfschaden extremst. Schaut mal, wir machen 4 zusätzlichen Schaden. Und der Schaden erhöht sich noch, je nachdem, was wir für einen Rang haben. Die Trenchgun, der habe ich nochmal eine Chance gegeben. Das ist ein Spezialschuss für die Primärwaffe. Ein kleiner kegelförmiger Angriff mit kurzer Reichweite. Aber ich denke immer noch, wenn wir ein, zwei Gegner-Packs aktiviert haben und die Richtung uns kommen, dann haben wir vielleicht eine gute Chance, die zu flankieren oder vielleicht sogar an der Seite mit einer Trenchgun anzugreifen. Das heißt, gleichzeitig vielleicht 2 oder 3 Gegner zu treffen. Ich habe damit auch noch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deshalb habe ich gesagt, den Perk im Corporal-Baum gebe ich auf jeden Fall noch eine 2. Chance. Hier gibt es die Bluescreen-Bomben. Setzt die Widerstandsfähigkeit gegen Hex von Robotereinheiten herab. Dazu zählen Drohnen, dazu zählen natürlich Mechs und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon die 9 kleinen Frostmechs kennengelernt.
Dann haben wir noch das taktische Gespür. Du hättest für jeden sichtbaren Feind 3 Verteidigung, maximal 15%. Das heißt im Prinzip, wenn wir 5 Gegner sehen, haben wir nochmal 15% Verteidigung dazu. Jetzt könnt ihr es euch ausrechnen. Schwere Deckung, 15% da nochmal Verteidigung dazu. Also da wären wir eigentlich fast untreffbar, außer es wirft natürlich einer eine Granate nach uns. Hier haben wir den sechsten Sinn. Der Soldat bzw. unser Scrapper wird immun gegen, ja, gegen Multitarget bzw. Area Attacks, das heißt im Prinzip sämtliche Granaten, sämtliche Raketen, die uns irgendwie treffen, gegen diese Angriffe werden wir immun und das zieht nur ein ganz, ganz kleines bisschen vom Schaden weg. Heat Armor haben wir genommen, weil das 50% Schaden gegen robotische Einheiten macht, ist im mittleren Spielverlauf bzw. im späteren Spielverlauf sehr, sehr wichtig. Elusiv, ist im Prinzip, du erhältst nochmal 20 Ausweichen für jeden sichtbaren Gegner innerhalb von 4 Feldern. Ist gar nicht so schlecht, aber ich sag mal, wenn der Gegner schon 4 Felder ran ist, dann sollten wir uns eine andere Taktik überlegen, wie einfach nur versuchen, in der nächsten Runde irgendwie auszuweichen, oder? Was meint ihr? So, dann haben wir noch die Konzentration. Unsere Schüsse, die die Gegner treffen, die normalerweise Streifschüsse sind, werden mit diesem Perk upgraded zu normalen Treffern. Das heißt, man hat hier unten auf der linken Seite immer diese Trefferleiste und da hat man immer ja, eine Chance auf Treffer, eine Chance auf Streifschüsse, eine Chance auf Schüsse, die daneben gehen. Und diese kleinen Streifschusschance wird im Prinzip unserer normalen Trefferchance dazu addiert. Im Prinzip sieht man dann die Trefferchance für, keine Ahnung, für 45% angenommen und dann halt die Trefferchance normalerweise nicht für 55% und in der Mitte ist noch ein ganz kleiner Streifschuss und das wird jetzt unsere Trefferchance mit dazu addiert. Finde ich gar nicht schlecht. Ich sag mal, die Streifchance ist natürlich immer, ich weiß es nicht mehr genau, wie es war, aber ich denke mal so zwischen 10% und 15% ist immer die Streifchance. Explosive Mischung, der Wirkungsbereich deiner Granaten würde ein Geländefeld vergrößern. Wäre beim Stealth-Chargen gar nicht so verkehrt. Ich überleg's mir. Und der Wirbelwind, wenn du mit einem Nahkampfangriff während deiner Runde triffst, erhältst du eine Zusatzbewegungsaktion. Das wäre das, was ich mir beim Stealth Sergeant auf jeden Fall überlegen würde, weil ihr wisst genau, hinlaufen zum Feind, erster Blue Move, dann das Messer ausgepackt, getroffen, dann aktiviert man Fastball, wirft eine Granate hin, der ist weg, man hat noch diesen Zug, weil du musst nur den Gegner treffen und dann hätte man noch einen Zug, das heißt, man kann in einer Runde mit dieser Einheit, bei diesem aktivierten Perk und bei Fastball, könnte man 4 Aktionen ausführen. Das ist richtig, richtig stark. Und wenn er dann hier vorne noch eine richtig geile Primärwaffe hat oder auch eine richtig geile Sekundärwaffe, wo er richtig austeilen kann, ich sag euch, das macht richtig Spaß. Das wäre zum Beispiel eine Einheit, wo ich sage, die könnte man auf jeden Fall sehr, sehr gut für verdeckte Einsätze benutzen, weil egal ob zu zweit oder zu dritt ins Gefecht, mit der Einheit kann man 4 Züge machen, beziehungsweise 4 Blue Moves, ne, nacheinander, wenn man die taktisch geschickt einsetzt. Muss ich sagen, ist eine auf jeden Fall eine Überlegung wert. Die Nahkampfbegegnung hat man, glaube ich, gerade mit dem Templer. Nee, hat man nicht, entschuldigt. Du erhältst einmal pro Runde eine Bonusaktion, wenn du mit deiner Primärwaffe einen Standardschuss auf einen Feind innerhalb von vier Feldern abgibst. Ich habe das verwechselt und zwar hier mit dem Nahkampfspezialist, ganz klar. Ist auch ein sehr, sehr guter Perk, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Achtung, wenn der Gegner schon zu weit geschafft hat, 4 Felder ranzurücken, müssen wir uns eine andere Taktik überlegen, wie den einfach nur umzumuppen. Kann man vielleicht für einen Gegner nehmen, der das gerade so zu uns geschafft hat, zum Beispiel für einen Berserker, aber für so normale Edwind, also ganz ehrlich, ne. Stachelgranaten können jetzt Feinde im Wirkungsbereich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%, das ist also 50-50, für eine Runde lang betäuben. Das heißt, die nehmen nicht nur die Mobilität herab und die senken auch nicht nur die Treffsicherheit, sondern mit dem Aktivieren dieses Perks gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass die Gegner richtig für eine Runde lang betäubt werden. Entweder kann man die dann komplett rausnehmen, ignorieren und sich halt dann auf andere Gegner konzentrieren oder man kann sie ganz gemütlich umdrehen. Der Klingensturm, kostenlose Angriffe mit der Waffe, Nahkampfmesser auf alle Feinde, die in Nahkampfreichweite kommen oder im Nahkampf angreifen, das wisst ihr, die müssen direkt neben uns stehen. Unantastbar, wenn du in deiner Runde einen Kill erzielst, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feinrunde. Wäre eine super Überlegung für den Gunnery Sergeant. Ich meine, wenn der ausgepackt hat und in 4 Runden, also in 4 Zügen, einen getötet hat, das ist ja in einer Runde von uns, verfehlt dich der nächste gegen dich gerichtete Angriff in der Feinrunde. Richtig stark. Ne? Med Bomber, da bekommt man 2 gratis. Ne? Man grants 2 Random Free Grenade Items in your Inventory. Das heißt,
immer zwei Granaten bekommt man zusätzlich dazu, wobei nicht gesagt ist, welche Granaten das sind. Das können Blendgranaten sein, Rauchgranaten sein, Explosiv, Alien-Granaten und so weiter oder welche Granaten wir noch erforschen werden bei uns hier im Long War of the Chosen mit sehr, sehr vielen Mods dazu. Ich sage euch, das sind die Granaten, die wir am Anfang haben. Eine AP zum Beispiel zählt auch noch dazu. Das ist immer random und wird ganz am Anfang der Operation kreiert. Unter Gnadenstoß, Bonus, Zielsicherheit, Schaden und Crit mit einer Nahkampfwaffe gegen desorientierte, betäubte und in Panik geratene Feinde. Das sage ich mit diesem Gnadenstoß, Achtung, jetzt in Verbindung mit dem Fastball, in Verbindung mit dem Wirbelwind zum Beispiel, könnte man wirklich dafür sorgen, dass man eine Gruppe fast, ich sag mal, so ein Dreierpack von Advent oder so ein Dreierpack von Aliens, die nicht so weit außen rum stehen, könnte man hier sehr, sehr gut ausschalten. Einmal nach vorne gelaufen, Fastball aktiviert, eine Blendgranate rausgeworfen, dann sind die ja durch den Gnadenstoß, sind die ja auf jeden Fall desorientiert oder sogar gestunt. Und hier steht es, Zielsicherheit, Schaden, kritische Trefferchance mit einer Nahkampfwaffe gegen desorientierte, betäubte und in Panik geratene Feinde. Das heißt, man packt das Messer aus und auf den nächsten Gegner mit dem Messer weg, dann nimmt man noch die Pumpgun und haut im Prinzip, schießt noch den nächsten Gegner über den Haufen und so weiter. Also die Kreativität sind hier mit den richtigen Skills keine Grenzen gesetzt. Und das ist eine Einheit, die garantiert dann im späteren Spielverlauf nützlich sein wird, aber auch einen riesen Spaß macht. Garantiert, hundertprozentig. So, der Straßenfeger, was macht der Spezialschuss mit der Primärwaffe Schrotflinte? Führt auch einen kegelförmigen Angriff auf, der aber wesentlich größer ist wie der einer Trenchgun, der erhöhten Schaden bei ungepanzerten Zielen anrichtet, ne? Wird von hoher Deckung blockiert. Ist natürlich auch wieder richtig geil, weil schaut mal, führe einen kegelförmigen Angriff aus, der erhöhten Schaden bei ungepanzerten Zielen anrichtet. Das heißt, wenn wir mit dem Fastball zum Beispiel mit einer Granate die Rüstung der Gegner runterreißen können, die aber noch bei uns wirklich in diesem Radius dieses Straßenfegers drinsteht, dann Wahnsinn, dann haben wir erst mit einer Granate sämtliche Rüstung runtergehauen und dann aktivieren wir den Straßenfeger und dann treffen wir jede Einheit. Das ist im Prinzip erhöhter Schaden bei ungepanzerten Zielen. Also das ist auch richtig, richtig krass, macht echt Spaß. Und dann hier der Heavy Hitter, all unsere Attacken machen nochmal zwei zusätzliche Schaden. Ich sag mal, da gehe ich zum Beispiel von diesen verschiedenen Waffentiers aus. Wenn man zum Beispiel hier die konventionellen Waffen hat und dann zum Beispiel die Laserwaffen, kann sich die Laserwaffe wie in unserem Fall zum Beispiel noch nicht leisten, weil die Vorräte noch nicht da sind, dann kann man auf jeden Fall die Schrotflinte so weit aufrüsten mit dem Perk, dass sie auf jeden Fall ähnlichen Schaden wie die Laservariante macht. Und hier den Lightning Slash. Du kannst deinen Gegner mit nur einem Move hauen bzw. treffen und diese Attacke wird nicht deine Runde beenden. Das ist zum Beispiel auch nicht schlecht, wenn man zum Beispiel die erste Aktion, man hat immer zwei Aktionen, die erste Aktion mit dem Messer benutzt und zum Beispiel die zweite Aktion auch. Oder man benutzt dann die zweite Aktion, um einen Fastball auszulösen. Oder. Also wie gesagt, ihr seht, der Kreativität sind in diesem Skillbaum absolut keine Grenzen gesetzt. Man kann sich das hinbasteln, wie man will. Das wäre auf jeden Fall eine Einheit, die ich definitiv in mindestens einen oder zwei Bäumen auf jeden Fall ein oder zwei zusätzliche Perks auf jeden Fall geben möchte. Das ist klar. So, meine Lieben, das war der Scrapper und wir gehen zur nächsten.